Jo Leute, willkommen zurück bei der Pate, die Donner-Edition. Beim letzten Mal, ja, haben wir unsere Verlobte verloren und jetzt geht's weiter. Ich habe sogar die Klamotten gewechselt und es sind Jahre vergangen und jetzt haben wir einen langen Bart. 3-Tage-Bart ist das nicht mehr, sogar länger. Hier ist Sonny. Ich hab was, wonach du suchst. Komm zum alten Zirkusladen in Hell's Kitchen. Ja, ich habe die Klamotten auch gewechselt, weil wir werden jetzt so abhängen, bis uns wieder gut geht, bis wir ja, eine höhere Stufe kommen. Jetzt sollen wir zu Hell's Kitchen. Ja, ist schon weit der Weg, also wir müssen dahin fahren. Egal, machen wir. Und ja, den Upgrade könnte ich nicht machen, Leute, weil das Teil kostete 250.000. Schon krass. Also ich will das auf jeden Fall noch machen. So, erstmal schauen wir in die Karte. Wenn wir von hier aus fahren, geht auch. Ja, wir sind ja von hier noch nie gefahren. Wartet mal, ich muss noch diese Dings wegmachen. Den Wegpunkt genau. Ja, wir müssen das von dann hier aus fahren, genau. Nach Little und dann nach Hell's Kitchen. Ich glaube, dieser Fahrt wird schon uns 4-5 Minuten dauern. Egal. Ja, ich habe das gar nicht gemerkt. Beim letzten Mal stand das ja, dass es Jahre vergangen sind, auf jeden Fall schon viele Jahre vergangen sind. Und ich habe das gar nicht gewusst. Früher habe ich das gar nicht gelesen, glaube ich. Aber egal, wir haben jetzt unseren Aussehen geändert, aber die Haare habe ich gelassen. Weil, ja, ich mache das irgendwann, ändere ich das. Dann benutze ich längere Haare. Eigentlich wollte ich das jetzt schon machen, aber machen wir, wenn wir höhere Stufe sind, ändere ich mein Aussehen auf jeden Fall noch. Boah, ich konnte wieder nicht reden, ne? Ich hab das manchmal. Keine Ahnung warum. Ich glaube, die Verbesserung könnten wir uns doch auch holen, ne? Wenn wir schon Geld schon haben dabei. Aber ich habe mir überlegt, dass ich erstmal die Schrottflinte hole. Oder den Magnum. Ja, schon. Schön. Wow. Wir haben die einfach überfahren. Ich glaube, ich werde erst meine Lieblingswaffen upgraden. Erstmal werde ich Magnum, glaube ich, upgraden. In Hell's Kitchen gibt es, glaube ich, den Magnum. Und die Schrottflinte ist bei... wo war das denn? Brooklyn war das ja nicht. Boah, ich habe den Namen jetzt vergessen. Schau das mal gleich. New Jersey, genau. Da ist die Schrottflinte. Die muss ich mir noch holen, Leute. Den will ich auch noch upgraden. Weil, ihr seht das ja immer. Wenn ich die benutze, direkt leer geht die. Wirklich. Komisch schon. Wie lange fahren wir schon? Schon seit 2 Minuten fast, ne? Also jetzt ist das 3 Minuten. So lange fahren wir schon. Egal. Ja, wow. Manchmal geht das nicht mit dem hier. Genauso wie jetzt. Da muss ich, glaube ich, Kreis drücken, dass er Handbremse dann benutzt. Hier Auto fahren ist schon ein bisschen komisch, Leute. Manchmal klappt das hier mit dem Lenken und manchmal gar nicht. Ich bleib mal hier stehen kurz. Hier müsste noch was sein. Den hole ich mir noch, bevor ich das vergesse. Ist das hier? Nein, das ist gar nicht hier. Wow.
Wow, Leute, es ist gar nicht hier. Ja, ich suche diese Filmplatte. Ich mach mal eine Pause, Boss. Hol mich, wenn du mich brauchst. Was für eine Pause, komm. Hau die Bremse rein, Boss, ich will auch mit. Komm her. Geh nicht ohne mich, Boss. Ja, du Vollidiot, du sollst hier hinkommen. Oh Mann, ey. Ich habe wieder Probleme, ne? Hau die Bremse rein, Boss, ich will auch mit. Du bist Idiot. Okay, der wurde überfahren. Kommst du jetzt? Ich habe einfach hier jetzt 4 Sekunden verbracht, Leute. Ich meine 40 Sekunden. Egal, wir haben noch Zeit. Manchmal geht der Part länger, manchmal kürzer. So, ich muss jetzt gleich schauen, wo der Upgrade ist. Von der Waffe. Von Magnum rede ich, Leute. Und ich muss auch gleich jetzt kurz eine Pause machen, weil wegen Klingel hinten, ihr hört das glaube ich bestimmt nicht. Das Wetter, ach, das Wetter, sag ich, ey. Das Wecker klingelt. Heute wieder durcheinander. Ja, manchmal bin ich durcheinander, Leute. Manchmal, okay, öfters. So, dahin müssen wir fahren. Ich glaube, der Upgrade ist sogar da, ne? Wartet mal. Ich muss mal richtig schauen. Ja, wie können wir nochmal zoomen? Ja, da ist das Upgrade. Aber wie können wir da hinfahren, ne? Genau, wir fahren von dort und dann... Ne, Leute, wir können... Ja, ich mach das mal, ne? Ich hol mir den Upgrade mal. Hinter uns ist das. Hallo, wer schießt auf uns? Die Tartaglias, ne? Ja, bevor ich jetzt wegfahre... Okay, wir können auch von da drüben. Ja, hier geht das nicht. Ach, ich hol mir den Upgrade jetzt gleich. Weil ich bin mir sicher, dass diese Mission so ist, dass wir dahin fahren sogar zu dem Upgrade. So, Leute, ich mach das mal eben schnell. So, da bin ich wieder. Der stumme Zeuge. Bruno Tartaglia hat Frankie getötet. Dafür muss er bezahlen. Sonny hat eine Spur und plant einen Rachefeldzug. Bruno Tartaglia ist nach Frankies Ermordung untergetaucht. Reden Sie mit Sonny. Machen wir. Erstmal mit dem Typen, warum auch immer. Geh einfach rein. Sonny erwartet dich. Sonny hat für uns ein Geschenk. Hey, ich bin hier oben. Ja, ich komm hoch. Los, amüsieren wir uns. Das soll ich der rede sein? Mit Sonny. Dir sage ich kein Wort. Das ist der gar nicht. Der sieht gar nicht so aus, ne, Leute? Wie in dem Bild. Ja, komisch ist das wirklich. So, du willst nicht reden? Was passiert, wenn ich das mache? Ich wollte das nur testen, Leute. Ja, das ist immer so, Leute. Ich mach nur Scheiße. Na, egal, wir haben nur geschaut, ne? Was da passiert. Geh einfach rein. Sonny erwartet dich. Das war jetzt ein anderer, ne?
Egal. Hey, ich bin hier oben. Jetzt müssen wir das gleiche nochmal. Los, amüsieren wir. Ja, das hatten wir schon. Ich rede mit Sonny. Dir sage ich kein Wort. Du Scheißkerl! Sonny sagt, du bist der Schlüssel. Ich will wissen, warum. Vergiss es. Bruno findest du nie und deine Kleine ist tot. So. Und weiter geht's. Hey, das reicht jetzt, Kleiner. Wir können hier nicht die ganze Nacht rumstehen. Wir sind fertig. Jetzt machen wir dich erstmal sauber. Okay, komm schon. Hör zu, ich muss mich bei dir bedanken, dafür, dass du so kooperativ gewesen bist. Lieber sterbe ich, bevor ich rede. Ich hab nichts gesagt. Nein, 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 mein Freund. Du hast mir sehr geholfen. Du bist mein Schlüssel in der Tür. Was? Was für ein Schlüssel? Ich hab dir gar nichts gesagt. Jetzt hast du's. Die Tartaglias werden ihn bestimmt in ihrer Leichenhalle in East Harlem verbrennen. Bruno wird auch dort sein. Ach so, wir müssen noch Bruno finden. Ich dachte, das ist er. Oh Mann. Witzig, wie die Dinge sich ändern, was? Ich meine, unsere Gegner, die haben dich vermutlich unterschätzt. Na, das ist deren Problem. Du scheinst aus unserem Holz geschnitzt zu sein, du kleiner Mistkerl. Und weißt du was? Ich habe auf jemanden wie dich gewartet, damit wir diese stinkenden Ratten endlich ausrotten können. Wir müssen zum Bestattungsinstitut in Midtown. Müssen wir da hinfahren. Aber was ist hier? Ich will jetzt keine Geldsäcke verpassen. Aber hier ist auch gar nichts, ne? Ja, so viel Glück habe ich nicht. Wie immer. Diesmal habe ich sogar nachgeschaut, ne? Ja, mal gucken, ob wir finden werden, was wir suchen. In den Geldsäcken auch was anderes. So, hier sind die Waffen. Ja, ich will auch keine wechseln, ne? Außerdem, warum ist hier keine Tresor? So, ich gehe auf jeden Fall den Upgrade machen, Leute. Den will ich noch machen. Tut mir wirklich leid. Kein Ding. Mal gucken, ob das das gleiche ist wie bei der zweiten Version. Nicht? Okay. Weil hier kommen eigentlich jetzt Autos, weil hier gehandelt wird, aber... Ja, ist nichts passiert, aber trotzdem. Du brauchst eine ordentliche Kanone, stimmt's? Ein guter Kauf, wirklich. Dankeschön. Weil die haben wir gebraucht, Leute. Die benutze ich auch schon öfters. Weil ich mag die Magnum mehr eigentlich als die Pistole, ne? So, das ist unser Wagen. Jetzt sollen wir nach Midtown. Ja, ich bin verrückt. Eigentlich muss ich einen Laden hier mitnehmen, Leute. Sollen wir das machen? Komm, warum nicht? Keine mein Gesicht! Okay, Schluss mit dem Spielchen. Du bist dran, Kleiner. Nun mach schon! Das habe ich gerade erst bezahlt. Ist mir egal. Sie machen ja alles kaputt. Sie sollten hier wirklich mal aufräumen. Warte, können wir denn jetzt... Ne, immer noch nicht. Wagen Sie es... Wie konnten Sie nur... Aufhören! Ich gebe auf. Reicht. Entweder Sie zahlen oder Sie schlafen heute bei den Fischen. Was bleibt mir übrig? Ich muss zahlen.
Schießt da jemand? Nein. So, jetzt muss ich hier aufpassen. Ah! Du wirst dir wünschen, nie geboren zu sein. Scheiße, der hat den Händler getötet, ne? Shit. Ich weiß nicht, ob das der Händler war, aber egal. Wir haben den Laden. Ja, ich nehme auf jeden Fall was mit, was ich finde. Was ist eigentlich das für ein Zeichen? Keine Ahnung, Leute. Muss ich auch noch gucken beim nächsten Mal. Ich will auf jeden Fall die Story jetzt weitermachen. Also auf dem Weg, wenn ich was finde, so wie ein Laden oder so, dann nehmen wir das mit. Ich werde das jetzt ab jetzt so machen, Leute. So, nach Midtown. Ich guck mal, ja. Ich muss jetzt keinen Scheiß bauen hier. Ja, wir könnten abbiegen. Ist besser gewesen. Wow. Wow, wow. Nur bei mir passiert sowas. So, wir biegen ab. Hier geht's nach Midtown. Hätten wir so ein Auto fahren, ne? Wenn ich jetzt so ein Auto jetzt gleich hier sehe, nehme ich es mit, wollte ich jetzt sagen, und habe einen gefunden. Wir fahren den lieber. Hallo, nimm doch. Boah, dauert das immer ewig. Jo, wir haben den Rekruten nicht dabei, ne? Schwachkopf. Toll. Ich kann den auch jetzt nicht mehr rufen, ne? Jetzt sind wir alleine. Shit, Leute. Ich hab das gar nicht gemerkt, dass ich den gar nicht mitgenommen habe. Na, egal. Machen wir auch alleine dann. Brauchen wir nicht alles mitzunehmen, ja. Yo, yo, yo. Wir brauchen eigentlich den Rekruten, Leute. Ich hoffe nicht, dass ich jetzt hier sterbe, ne? Weil hier sind viele Leute jetzt bestimmt. Ich muss jetzt aufpassen. Ich krieg dich, Freundchen. Ja, hier sind Mann, Leute. Die Hunde schlagen an. So. Will jemand Ärger? Boah, der Magnum ist ja richtig krass. Hier müsste noch einer sein. Ist nicht mehr. Okay. Bruno ist oben. Das weiß ich noch. So, wie sollen wir Bruno töten? Eigentlich will ich mit der Schrottflinte. Aber egal, Magnum. Da ist er. Du hast keine Chance. Du bist ein toter Mann, mein Freund. Hinterhält dieses Schwein. Ich habe dein Mädchen getötet und ich habe es genossen. Massimo legt den Wichser um. So, wir nehmen den lieber die Waffe und schießen in sein Bein, sein Kniescheibe. Komm her. Du hast keine Chance. Du bist ein toter Mann, mein Freund. Ich bin zu stark für dich. Du und stark. So, weg mit dir. So, der stumme Zeuge. Mission gemeistert. Respekt plus 20.000 und Geld 35.000. Und keine Geldsäcke gefunden. Ja, ich habe sogar nachgeschaut, habt ihr doch gesehen. Wo warst du, du Trottel? Wir könnten noch ein Lagerhaus übernehmen. Ja. Du warst gerade nicht da, ich muss alles alleine machen. Egal, wir machen jetzt eine Verbesserung. Lass mal hier.
Fitness. Ich bin hier, falls du mich brauchst, okay? Die Tartarias verlieren die Kontrolle. Die sind erledigt, sag ich dir. Okay, die Polizei. Kann sein, aber das heißt nicht, dass wir sicher sind. Was soll das heißen? Wenn das nicht der berühmte Killer der Corleones ist. Irgendjemand weißt du, wer versucht, ich ihre Geschäfte Nein. zu übernehmen. Und ich bin kein Killer. Mich nicht ich weiß wundern, nicht, wovon wenn die sie Kuneos reden. Versuchen Natürlich würden, sich nicht. Boah, das heißt Schnauze da hinten. Das heißt nämlich, dass du die Klappe halten kannst. Pass auf, ich bin Sergeant Ferreira. Es gibt da was, das du für mich erledigen müsstest. Ich bezahle dich natürlich dafür. Bist du interessiert? Ja, normal. Okay, ich bin dabei. Wer ist das Ziel? Ah, du kommst gleich zum Punkt. Also gut. Das Ziel ist Patrick O'Donnell, ein Mafia-Boss aus Chicago. Er hat vor, seine Geschäfte nach New York auszudehnen. Sein Hauptquartier ist ein Penthouse in Midtown. O'Donnell hat in Chicago Dutzende von Polizisten auf dem Gewissen und ich will den Kerl nicht in meiner Stadt haben. Brich in seine Wohnung ein und schick das Schwein nach Chicago zurück. In einem Sarg. Okay, der gibt uns eine Mission, obwohl er ein Polizist ist. So, Bonusbedingungen lesen wir gleich. Exhortieren Sie Patrick O'Donnell. Okay, Bonusbedingungen. Werfen Sie Patrick vom Balkon seines Penthouses. Dann kriegen wir sogar mehr Respekt. Wow. Ja, Leute. Das Was mit Patrick ist weiß Welt ich jetzt geworden? Nicht. Ich glaube, das können wir noch machen. Eigentlich wollte ich noch ein paar Läden übernehmen. Aber komm, machen wir dann diese Patrick-Mission. Hallo, einsteigen. Hä? Dann nicht. Dann nehmen wir den mit, komm. Geht auch nicht. Willst du mich eigentlich verarschen? Dann nehme ich Bitte den. Bitte entschuldigen. Aussteigen! Mann, ich hab den totalen Durchhänger. So, gehen wir mal Patrick jetzt fertig machen. Dann beende ich den Part, Leute. Krass, dass der Mafia-Boss ist, ne? Und von dem haben wir gar keine Ahnung. Das ist das Ding. Wie komisch. Ist der hier drüben? Boah, ich fahre auch jetzt wieder den Sonntagsfahrer. Jo, der ist bei den Barzinis. War so klar, ne? Boah. Das wird jetzt richtig krass. Ich glaube, ich überfahre sie. Ja. Glaub nicht, dass du uns entkommst, Bastard! Was für... Wo ist der andere? Da ist der. Nicht schlecht. Jo, der hat mich fast getötet. Egal, wir haben Dings bekommen. Halt, Jo! Scheiße, was ist das für Polizei, ja? So, ich lasse das bei dem. Ist viel Boss, besser, Leute. Gib mir Feuerschutz! Halt dein Maul, du Idiot. So. Dich nehme ich natürlich mit. Tun Sie es nicht! Lassen Sie mich los! Denken Sie an Ihre Familie. Sie wollen doch nicht, dass sie leidet? Nehmen Sie Ihre dreckigen... Oh. Können wir nichts kaputt machen hier? Nee. Lebst du immer noch? Aufhören! Ich bezahle. Na komm, 300 soll Wenn ich hier fertig bin, brauchen Sie Jahre, um alles wieder zusammenzuflicken. Okay, abgemacht. Sagen Sie dem Don, er soll mich in Ruhe lassen, okay? Leute, warum ich das mitnehme? Wir werden sonst später Probleme haben. Weil hier gehört das ja sowieso den Martinis. Kann ich mal jetzt durch hier, du Idiot? So, das nehme ich noch nicht. Weil, wenn wir getroffen werden, dann können wir uns noch retten. Genau, von da könnten wir noch gehen. Geht die Tür hier nicht auf? Nein, ne? Ja, dann gehen wir von hier aus. So, wir sollen den vom Penthouse werfen. Ich hab den Kerl! Ist hier keiner? Hä? Ist hier niemand? Da ist der. Oder? Nein, das ist der nicht. Wir können aber den Laden übernehmen.
Okay, okay. Schieß los. Nein, das reicht, das reicht. Wie kommt es, dass Sie den Corleones jetzt abgeben? Keine Schmerzen mehr. Ich zahle. Danke, der zahlt mir zwar 2000. Hilfe! Ich glaube, der Typ ist ganz oben. Kann das sein? Boah, ist das laut geworden, ne? Wir sind jetzt wieder unten. Alter. Gab's hier noch eine Treppe? Ich hab da nichts gesehen. Oh, wie doof, ey. Ach, hier bestimmt, oder? Was zum? Warum tun Sie das? Maul. Hier müsste der sein. Ich muss jetzt aufpassen, ne? Hallo, mein Zündschrift leer. Was denn? Mark Brody. Okay. Den muss ich nicht töten, ne? Oder habe ich den Typen jetzt getötet? Ich hoffe nicht. Ja, Leute, der Part geht länger. Jo. Ist der das? Nein. Boah, die Reichweite reicht nicht. Aber jetzt hat das gereicht. Ja, gehen Sie ans Telefon jetzt noch nicht. Was ist das denn? Wo ist der Typ, Mann? Egal, Leute, geht der Part dann länger. Ich habe kein freies Schussfeld. Sobald ich den gemacht habe, die Mission, dann gehe ich gleich an. Halt mitnehmen, ja, komm, eigentlich. Wo ist der, ey? Die haben mich erwischt, Boss! Ich hab den Kerl! Wir müssen hier irgendwo hoch. Alter. Hier ist das komplett anders, Leute. Hab ich ja gesagt, ne? Hier ist komplett anders als bei dem anderen Version. So, das nehme ich noch nicht. Ist der das? Vorsicht! Nein, das ist ja hinter dir! Hallo, wieso haut der ab? Ah. Hä, wieso kannst du ihn anvisieren? Ich hab nur Probleme, Mann. Ich hab ihn! Gib mir Deckung! Sie meinen es ernst! Deckung! Da ist einer. Hallo, anvisieren. Ich hab drei auf einmal getötet. War der das? Ich bin getroffen! Ich hab ihn! Gib mir Feuerschutz! Ist hier noch jemand hier? Nee. Lass rein. Das ist der Patrick O'Donnell. Jo! Alter! Was? Ich will keinen Ärger! Sieh dich doch mal um, Patrick. Die Aussicht ist zum Sterben schön. Ihr sizilianischen Bastarde, seid alle gleich. Ihr redet immer nur. Ja.
Hallo, mach doch. Boah, manchmal klappt das nicht, ne? So, einmal. Steh auf. Und zweiten Mal. Jo. Alter. Ich sehe das jetzt nicht, ne? So. Exotieren Sie Patrick O'Donnell. Mordauftrag ausgeführt. Respekt plus 4000, Geld 4000. Bonusbedingungen erfüllt. Respekt plus 40.000 und Geld 20.000. Perfekt, 24.000 haben wir bekommen. Und Respekt natürlich, ne? Ich mach mal das ist das, Leute. Mit EP ist das mit dem Respekt. Ist ein Telefon hier? Ja, es klingelt, ne? Jo, wir können hier speichern. Ich warte hier, bis du fertig bist. Ja, wir können hier speichern. Geilo, Mato. Geilo. Endlich, jetzt brauchst du nicht dahin zu rennen. So, erstmal die Fähigkeiten verbessern. Brauchst du dann beim nächsten Mal nicht. Und den Telefon brauchen wir jetzt auch nicht. So, Leute, das war's mit dem Part. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir sehen uns dann bei meinem nächsten Part dann wieder, wenn es wieder heißt. Der Pate, die Don-Edition. Ciao, Leute.